der Grenzstadt war es uns aber möglich, für den nächsten Tag ein Fahrticket nach Kaikōura zu ergattern. Und das war ein super Traum. Mit über 50 km pro Stunde bretterten wir dem erneuten Beliestraum entgegen. Kaikōura ist eine kleine Koralleninsel vor der Küste von Belize. Die Insel ist etwa 8 Kilometer lang und 2 Kilometer breit, liegt etwa 35 Kilometer nordöstlich von Belize City im Karibischen Meer. Die nächste größte dauerhaft bewohnte Insel ist Ambergris Cay, etwa eine halbe Auto-A-Speedboat-Stunde entfernt. Was Kaikōura aber weitaus attraktiver macht als die andere Insel, ist der Verkehr. Hier ist es nur erlaubt, zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit einem Clubcar unterwegs zu sein. Vor der Schule steht ein Schild, wie bei uns in Österreich, nur ein wenig anders. Seit 1961 besteht die früher vereinte Insel aus zwei Inseln. Damals hinterließ Hurricane Hattie einen Graben, der jetzt The Split genannt wird. Im Nordteil der Insel liegt ein Meeresschutzgebiet, das überwiegend mit Mangroven und Kokospalmen bewachsen ist und zahlreichen Vögeln Nistplatz bietet. Südlich des Split ist die Hauptinsel mit dem Kaikōura Village. Früher war die Insel regional bekannt für ihren Schiffbau. Heute sind Tourismus und Fischfang die Haupteinnahmequellen der Bewohner. Nur knapp 8 Kilometer östlich verläuft die Riffkante des Belize Barrier Reef, des zweitgrößten Riffs der Welt, weshalb sich Kaikōura als Ausgangspunkt für Touren von Tauchern und Schnorchlern anbietet. Das Riff bietet über 350 Fischarten eine Heimat. Etwa 65 Korallenarten kommen vor. Zwar sind die Korallen teilweise noch in einem super Zustand, sodass ich sagen kann, dass dieses Schnorchlerlebnis das sensationellste meiner unzähligen war, aber auch in Belize leiden die Korallenriffe unter der Korallenbleiche. Zudem wurden Mangroven in großem Umfang abgeholzt. Das Barrier Reef von Belize wurde daher auf die rote Liste des gefährdeten Welterbes der UNESCO gesetzt. Mittlerweile ist die touristische Nutzung die wahrscheinlich größte direkte Belastung des Riffs. So zum Beispiel die Anfütterung der Haie. Nurse Sharks oder Ammenhaie sind nur mit kleinen Zähnen bestückt und fressen in der Regel am Grund kleine Fische. Leider werden sie hier immer noch für die Touristen angefüttert. Deshalb haben wir uns einen Fischer ausgesucht, der dies nicht unterstützt. Dennoch sind die Fische an gewissen Stellen gewohnt, dass das Motorengeräusch auch gleich Futter heißt und sie kommen in Scharen. Schon ein sehr schräges Erlebnis, mit ihnen und den doch recht gefährlichen Stingrays am Boden im Wasser zu sein. Passieren tut aber in der Regel nichts, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.
Als nächstes haben wir direkt an der Küste Halt gemacht. Hier tummeln sich die großen Tarpons. Für die Mutprobe an dieser Stelle war nicht wirklich weniger Mut erforderlich. Man musste einen kleinen Fisch über die Wasseroberfläche halten und kurze Zeit später peitschte ein riesiges Maul aus dem Meer und entriss dir den Köder. Erlebnis pur auf dieser Insel der Verträumten. Direkt am Ufer konnten wir dann noch die kleinen geretteten Seepferdchen bewundern, die hier in geschützter Atmosphäre aufwachsen können. Weil unser Auto aber leider nicht in Belize Festland, sondern in Chetumal in Mexiko stand, reisten wir wieder zurück